Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Triceratops? So einen kleinen Giganten zu zähmen kann ganz schön schwierig werden, zumindest wenn man es falsch angeht. Wenn du von seinem Stoßangriff getroffen wirst, geht das schnell mal nach hinten los. Versteckst du dich jedoch zwischen zwei Bäumen, sieht die Sache schon besser aus. Jetzt hast du leichtes Spiel. Ein paar Betäubungspfeile später liegt er bereits wie ein Versager. Eine andere Möglichkeit wäre es, seinen absurden Wendekreis auszunutzen. Solange du im Kreis läufst, hat er keine Chance. Eine Bola wirkt zwar nicht gegen ihn, dafür jedoch eine große Bärenfalle. Easy. Du kannst auch andere Dinos verwenden, wie zum Beispiel den Pachycephalosaurus oder den Icus. Du hast ihn betäubt? Super! Nun kannst du ihn mit Beeren füttern. Das dauert jedoch ziemlich lange. Deutlich schneller geht's mit einfachem Trockenfutter. Nun kann fast nichts mehr schiefgehen. Vergiss den guten Namen nicht. Du frecher Otto! Kommen wir zu den Fähigkeiten und all den Vorteilen, die ein Triceratops dir bringen kann. Den Sattel kannst du bereits ab Level 16 herstellen. Er kann ziemlich viel tragen, was ihn früh zu einem guten Reittier macht. Er ist hervorragend im Sammeln von Beeren. Außerdem beherrscht er einen aufladbaren Sprint. Dieser ist nicht nur ein schnellerer Transport, er reißt auch alles an Bäumen nieder, was dir ziemlich viel Stroh einbringt. Nicht nur Bäume werden aus dem Weg geräumt, kleinere Dinos sind dagegen ebenso machtlos. Es macht zwar kaum Schaden, ist aber dennoch lustig anzusehen. Trifft dieser Sprint auf einen größeren Gegner, so verlangsamst du ihn. Damit kann der Triceratops zu einem guten Kämpfer werden. Dies in Kombination mit seinem Rückstoßeffekt von seinem normalen Stoß überfordert die meisten Dinos. Richtig getimed kommen viele erst gar nicht an dich ran. Bedenke aber, dass der Triceratops nicht den besten Gesundheitswert hat. Du kannst während dem Reiten aufstehen und auf seinem Rücken bleiben. Eine weitere Möglichkeit, deine kleineren Gegner komplett zu verwirren. Sie können dich nicht erreichen, aber du kannst schießen. Versuche nicht während dem Sprint aufzustehen. Das hört sich zwar erstmal interessant an, aber es beendet lediglich die Aktion. Kommen wir zur Paarung. Das Männchen führt einen beeindruckenden Tanz auf und nach intensivem Blickkontakt lockt das Ei auf die Welt. Das Ei braucht viel Wärme und natürlich Geduld. Es dauert ein wenig und schon hast du deinen ersten kleinen Mini-Triceratops. Ist er nicht putzig? Schnell wächst er ran zu einem stattlichen, gehörnten, treuen Freund. Falls du keinen Platz für ihn hast, kannst du ihn auch töten. Das gibt nicht nur Keratin, sondern auch ein schön schlechtes Gewissen. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Triceratops zähmen solltest. Für mehr solcher Videos gibt es hier eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.